Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir einiges an Geld raushauen. Darunter haben wir 4 riesen Lucky Blöcke, welche mit gewissen Werten gefüllt sind. Es gibt immer das, was immer drin ist, und eine Doppeltruhe, wo sich natürlich der Wert unterscheidet. Was genau da drin ist, sehen wir später. Zusätzlich werde ich dieses Grundstück hier noch an den neuen Spieler verschenken. Das ist so ein 2x2 Plot zusammengemerged mit einer Villa hier hinten, ein großer Garten. Und Inneneinrichtung gibt es natürlich auch noch dazu. Sieht man es, Küche, Fernseher oben ist noch ein Schlafzimmer. Hier gibt es auch einen Keller, den habe ich noch ein bisschen leer gelassen, falls hier eine Person sich fast selber hier noch einrichten will. Ich habe hier noch ein paar Erze reingelegt und hier 2 Autos noch in die Garage gestellt. Zusätzlich werde ich noch über die meisten City Builds gehen und noch ein Pay-Sternchen von 1000 Dollar eben hinterlegen. Ich habe mir hier einige CBs aufgeschrieben, wo ich das machen möchte. Auf den großen CBs, wie zum Beispiel CB22, werde ich das Ganze nicht machen, weil die Leute kriegen das Ganze ja eh schon durch die ganzen hohen Spielerzahlen hier. Genug Pay-Sternchen, deswegen will ich eher heute diejenigen beschenken, die das Ganze ja eher weniger Pay-Alls auf den CBs hatten. Und ich denke, heute ist auf CB22, weil ich auch schon unterwegs sehe, haben das locker raus. Für euch gibt es später auch noch in den Kommentaren was abzustauben, deshalb dranbleiben. Ich habe auch noch Bonzer Booster, die werde ich auch noch auf ein paar CBs zünden. Und damit unser Konto nicht so bescheiden aussieht, laden wir das mal fix auf. Konto ist aufgeladen, das ist das ganze Geld von den Creator-Kristallen bzw. von den YouTube-Kristallen. Und das können wir heute rauspayen, das ist für die Pay-Sternchen. Und ich möchte auch den einen oder anderen Streamer vielleicht oder dem kleinen Spielern, die noch ein paar Geldbeträge rüber. Deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit den Lucky Blöcken an. Der niedrigste Lucky Block Wert hat einen Wert von 66.100 Dollar und der größte circa um die 200.000, wo ich nicht weiß, das könnte auch, wenn Gerüchte zufolge stimmt, könnte es auch auf die 300.000 gehen, aber ich habe jetzt mal, denn hier sind hauptsächlich auch wieder die Items drin der ganzen YouTube Creator Kristalle aus dem Dezember und ich muss sagen, das ein oder andere schöne Item haben wir ja auf jeden Fall gezogen. Das ganze Opening seht ihr am 2. Januar auf meinem Kanal, da kommt das Ganze on. Und jetzt muss ich einen Spieler finden, der hier einen Lucky Block aufmachen möchte. Ich habe, nachdem die 22 City Builds abgeklappert sind, endlich einen neuen Spieler gefunden, der nicht scammt, der kein zweiter Account ist, der wirklich ein neuer Spieler ist. Mein erstes Plot auf CB21. Ich bin wirklich fast alle CD-Builds durchgegangen. Ich habe niemanden gefunden, der erstens kein zweiter Account ist. Nicht AFK ist. Scammer habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Aber so, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Lucky Block er sich auswählt. Jeder Lucky Block ist unterschiedlich wert. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe es gestern erst aufgefüllt. Aber ich glaube, er nimmt den. Den, okay. Dann Plughall/P Trust Plughall. Dann machen wir das Ding hier mal auf und schauen, was das hier für einen Wert hat. 88.700. Schauen wir mal rein. Hier haben wir einen Lucky Block, Ripex Sneaker, Merch-Gutschein, Beacon, Endstein, Mystery Mord Winterrand, verzaubertes Wandbuch, Grundgestein, 2 Karten, ein paar Ripex-Köpfe, Lord Varus Banner. Ich denke mal, ist für einen relativ neuen Spieler eine gute Ausbeute. Ich würde sagen, viel Spaß damit. Ich habe die zweite Person gefunden. Das ist der MimpGamer72. Ich hoffe mal, er wird hier gleich auftauchen. Ja, okay, okay, okay. P-Trust MimpGamer. Dann mach mal auf das Ding. Kannst aufmachen, los. Ja, okay, dann mache ich eben auf. Hier, zack. Dann schauen wir mal, was der gute Herr gewonnen hat. Yo, Digga, wie schnell ging das denn? Das war dieser Weihnachtsstern, der ist sogar 60.000 wert oder so. 160.000, das ist das zweiteuerste Türchen heute oder zweiteuerste Lucky Block heute. Viel Spaß damit. Ich weiß gar nicht, Investi, MimpGamer, er hat sogar einen 10.000 Gutschein per MimpGamer, dann kriegt er noch 10.000 da drauf. Hast du eine Pickup, kannst gleich wiederkommen. Oder später bauen. Ich habe den nächsten Spieler gefunden. Das ist ein Handyspieler sogar. Ausrufzeichen Butterfly. Nehmen wir jetzt hier die ersten 2 Lucky Blöcke. Hier ist auch noch eine. Judentag. Und ich warte hier aber gar nicht. Genau, die beiden hier vorne haben wir noch übrig. Der mit dem höchsten Gewinn müsste, glaube ich, noch drin sein. Der ist auf jeden Fall noch drin. Das heißt, 50-50 Chance. Bekommt er jetzt den mit dem meisten oder den
Mit dem, glaube ich, niedrigsten Gewinn. Okay, dann ich denke mal, er meint den hier. Gut, dann trusten wir ihn mal und machen das Ding hier. Oh, oh, das war die falsche Seite. Moment mal. Gehen wir mal hier vorne rein, wie sie es gehört. Und schauen wir mal. Ah, er hat das mit dem niedrigsten Wert. Aber Ice Old Kuai, Barriere, Zuckerstangenlaubhahn, Drachenei, Leuchtfeuer, Eisläufer, Lucky Bow, Endstein, Grundgestein, so die alltäglichen Dinge halt. Ich würde sagen, Ice Old Kuai, Drachenei. Ich weiß gar nicht, was mehr davon wert ist. Oh, schau rein, schau rein. Hier, alles deine. Jaden, das ist nicht deine. Du darfst nicht reingucken. Okay, ausnahmsweise, weil er noch recht neu ist, darf Jaden sich auch einen aussuchen. Dann such dir mal den letzten, der noch übrig aus. Dann schauen wir mal, Hier, genau, das ist der und das müsste der mit ca. 200k Itemwert sein. Schauen wir mal, was drin ist. Das müsste jetzt, wenn ich mich recht entsinne, der Glücksbringer sein. Genau, P, Trust, Jaden. Hier haben wir einmal den Glücksbringer, verklebtes Netz, Flammenläufer, Beacon, frostigen Sternrand, Barrieren und mit einem Wert von fast $200.000, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß eben halt nicht ganz, wie viel dieser Glücksbringer wert ist. Mir wurde 150k gesagt, manche sagen 300k. Darf ich was nehmen? Alles. Räum die Bude leer hier. Und da ich ja noch ein Haus zu verschenken habe, schreibe ich den Elias, weil der hat gerade erst angefangen. Logisch, schenkt Leute noch Werkzeuge und Rüstung. Aber ich schenke ihm ein Haus, weil das haben wir, beziehungsweise das habt ihr in einem Short erspielt. Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Der bedankt sich sogar, obwohl er noch gar nichts bekommen hat. Er weiß sogar noch nicht mal, wie man da hinkommt, aber... Oh nein, ups, ich bin ein Hund. Wir sind jetzt nochmal auf CB22 geswitcht. Wem gehört eigentlich der Kanal-Fan von Mr. Creative? Hä? Ja, Fan von Mr. Creative? Hä, was sind, ich glaube wirklich, der Typ ist hackedicht. Er wollte nämlich ein CB haben, wo viele nette Leute sind. Würde ich sagen, ist auf CB22 der Fall. Deshalb schenke ich ihm jetzt diese Sommerresidenz. Mir ist gerade aufgefallen, er hat gar kein Premium und der Server ist voll. Deswegen habe ich ihn jetzt mal den Premium-Rang aktiviert für 7 Tage. Damit sollte er eigentlich auf den Server draufkommen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn er den Rang hat. Hat bei dem Premium geklappt. Er ist endlich auf CB22. Deshalb würde ich... Dann bekommt er nämlich das gleiche Einstiegshaus. Hier ist zwar schon ein fettes Haus drauf gebaut, aber hier ist noch kein Kisteninhalt. Beziehungsweise nur die Erz im Keller, wie am Anfang des Videos gezeigt. Deshalb, hier hat er noch ein bisschen eine Essenfarm. Ist, denke ich, ein netter Einstieg. Das würde ich dir gerne schenken. Sieht echt schön aus hier. Ja, ist auch schön. Ja, komm mal rein. Schau dir die Bude an. Die ist richtig fettig. Habe natürlich auch ich eingerichtet, ne? Du, dann würde ich sagen, Set Owner Elias. Schauen, dass wir den richtigen haben. / Set Owner Confirm. Übrigens, sowas werde ich auch im nächsten Jahr auch wieder machen. Also ich werde mir wieder so ein, zwei Plots bauen. Wie ungefähr hier, Einrichtung etc. Alles Vollzimmer mit Garten etc. Und das dann auch wieder verschenken. Macht er das jetzt auch? Ist abgelaufen. Moment mal. Ich schicke nochmal Set Owner / Set Owner Confirm. Ah, perfekt. Viel Spaß mit deinem neuen Zuhause. Dann schauen wir nochmal ganz sicher Elias 877LE. Vielen Dank. Dann payen wir ihn nochmal. Pay Elias. Kriegt ja nochmal $10.000. Perfekt. Dein Einstiegsbonus stimmt. Den habe ich... Ah ne, ich kann hier gar nicht mehr reinschauen. Aber ich habe da auf jeden Fall auch gut Essen aufgefüllt. Deshalb sollte er da auf jeden Fall erstmal über die Runden kommen. Damit hätten wir die Sommerresidenz auch losgeworden. Auf jeden Fall Props an euch, dass ihr das geschafft habt. Es haben 50 Leute abonniert durch das Short, wo ich das eben versteigert habe. Der wird sich jetzt hier alles in Ruhe anschauen. Und ich würde sagen, wir haben noch $600.000 auf dem Konto. Die müssen wir natürlich auch loswerden. Und ich sehe gerade hier, hier ist ja auch fast gar kein Booster, ne? Das wird mir ein bisschen stinken. Machen wir mal hier alles an. Wir haben ja hier noch einige Bonze-Booster, die wir verteilen müssen. Auf CB22 sind, denke ich mal, viele, die das nutzen könnten. Dann verteilen wir jetzt die ganzen Pay-Sternchens. Da müssen wir zuerst, habe ich mir notiert, gehen wir auf CD-Bell 3. Bam, da hätten wir einmal $1.000 an jeden. Bam, zack, Pay-Sternchen ist draußen. Viel Spaß mit dem Sternchen 1000. CD-Bild 9, CB10, da ist der Stinke-Alpha, auf CD-Bild 11, 13,
14, 16, 17, 18, 19, Extreme, Nature auch nochmal 1000, wenn Bonze nützlich ist. Zack, bitte sehr. Aber die Bonze noch für Nature, dann hätten wir nämlich noch 5 Bonze-Booster übrig. Dann gönnen wir CB12 hier auch nochmal ein paar Sternchen. Bekommt CB2 auch nochmal. Junge, rattert hier der Chat. Das ist ja unglaublich. Sind wir auch nochmal 103k losgeworden. Das läuft. Den Rest würde ich sagen, heb ich mir nochmal auf für anderen Content. Aber wir können auf jeden Fall hier nochmal auf 21 eine Bonze zünden. Okay, auf CB20 ist hier rein gar nichts. Dann würde ich sagen, gibt's für dich hier auch noch mal... Junge, hat das geleckt. Bonze. Denk mal, CB15 kann es auch gut gebrauchen. Bekommen sie hier auch noch mal einen Bonze. Gut, ich habe jetzt zwar noch 2 Bonze-Booster übrig. Die vermerke ich aber natürlich, dass ich die hier nicht rausgehauen habe. Aber ansonsten habe ich jetzt kein CB gefunden, der jetzt unbedingt Booster braucht. Aber für diejenigen, die jetzt in dem Video hier, ich bin ja über einige CBs gegangen, nichts abgestaubt haben, ihr kriegt trotzdem noch das, was am geilsten ist. Denn ich habe aus den Creator-Kristallen einen Born GS-Gutschein 2. Grades gezogen. Den gibt es in den Kommentaren. Ihr müsst einfach nur irgendwas kommentieren, was zum Video passt. Gibt kein Hashtag oder sonst irgendwas. Ich suche mir dann im Stream, der ist übermorgen am 28.12. tun wir das Ganze ausrollen. Und neben den Spawn Gas Gutschein 2. Grades gibt es auch noch eine große Winterkiste vom Case Opening. Die könnt ihr auch gewinnen. Also einfach kommentieren und dann losen wir das in dem Stream aus. Wenn ihr Bock auf solch weiteren Content habt und mich gerne unterstützen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich sehr freuen. Bewertet gerne das Video, Kommentar nicht vergessen und ansonsten wünsche ich euch noch einen frohen Rutsch ins neue Jahr. Aber Achtung, wie schon angekündigt, es gibt am 31.12. um 17 Uhr noch die letzte Folge Griefer Clips dieses Jahres. Deshalb dort gerne nochmal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Jahr. Haut rein und ciao, Leute.